Mein Name ist Matthias Jahn. Ich leite hier am Fraunhofer IKTS in Dresden die Abteilung Chemische Verfahrenstechnik. Und womit wir uns beschäftigen, sind keramische Zellen, die man einsetzen kann, um Strom und Wärme bereitzustellen und auf der anderen Seite aber auch im umgekehrten Betriebsmodus dann aus CO2 und Wasserdampf wiederum Synthesegas herzustellen. Die Technologien, davon gehen wir fest aus, werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen, denn wenn wir aus der Kohle aussteigen, das ist ja beschlossen, dass wir bis 2038 komplett aus der Braunkohle aussteigen werden, dann muss dieser Strukturwandel, dieser Ausstieg aus der Kohle verbunden sein mit einem Einstieg in die erneuerbaren Energien. Und in diesem Kontext wird Wasserstoff an Bedeutung gewinnen, wird eine starke Bedeutung haben müssen, weil wir den Wasserstoff nicht nur im Bereich Mobilität und als Speichermedium benötigen, sondern auch in Industrieprozessen wie beispielsweise der Stahlindustrie, wo wir durch den Einsatz von Wasserstoff bis zu 95% der Emissionen direkt vermeiden können. Da, wo CO2-Emissionen nicht vermieden werden können, da ist es sinnvoll, diesen CO2 zu nutzen, um daraus Produkte herzustellen. Und genau das machen wir hier in dieser Anlage. Und wenn wir dann die Elektrolyse koppeln mit einer Synthese, dann ist es möglich, hochwertige Produkte wie zum Beispiel auch Wachse herzustellen und damit also auch eine möglichst hohe Wertschöpfung damit zu erzielen. Es geht ja grundsätzlich um einen gesellschaftlichen Prozess, weil der Strukturwandel, den wir da vor uns haben, nicht nur auf einzelne Regionen oder Technologie bezogen ist, sondern wir brauchen einen gesamtheitlichen Ansatz, um auch die Zukunftsfragen zu bewältigen, die gerade für die nächsten Generationen eine wichtige Rolle spielen. Insofern ist es auch im Kontext Klimawandel wichtig, dass alles, was wir dort tun, auch einen Beitrag leistet, um letztlich auch Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern. Ja, das ist neben den wirtschaftlichen Aspekten immer ein Punkt, den man mit berücksichtigen muss, weil nur so schafft man es letztlich dann auch durch Information und durch Teilhabe, dass am Ende auch eine gesellschaftliche Akzeptanz erreicht werden kann für den Strukturwandel, den wir brauchen, um letztlich die Klimaziele zu erreichen.